Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von This War of Mine in der Remastered Special Edition. Und wir sind jetzt dabei, unsere erste Nacht zu planen. Was genau heißt das? Ich habe jetzt hier meine vier aktuellen Charaktere und kann mir aussuchen, was die nachts machen sollen. Das heißt, einer von denen kann, muss aber nicht auf nächtliche Jagdtour sozusagen gehen. Die anderen können entweder schlafen oder Wache halten. Und das genau das werde ich jetzt auch machen. Das heißt, ich werde aber Jan zurücklassen, denn ihr seht, alle haben einen Rucksack mit 12 Slots. Es ist also von der Menge her egal und keiner scheint irgendwie spezielle Eigenschaften zu haben, was jetzt die Renngeschwindigkeit angeht. Das heißt, das könnte auch eine Rolle spielen. Ich lasse also Alex im Bett schlafen, lasse Jan Wache halten in der ersten Nacht, Philipp schläft auch und Jakob schicke ich los, denn der ist strong-willed, was auch immer das heißt. Ich denke, es ist ganz gut. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo Jakob hingeht. Entweder in diese verlassene Hütte hier oder in diese zerbombte Hütte. Wir sehen jetzt hier in dieser Shelled Cottage, dass hier die Leute geflohen sind und dass man hier also einiges finden kann. Hier ist jetzt auch anscheinend keine Gefahr im Vollzug und hier gilt eigentlich genau das Gleiche, wobei hier steht, dass sich eine Familie da versteckt hat. Jetzt kommt also auch der erste moralische Aspekt ins Spiel, der dieses Spiel ja auch irgendwie auszeichnet. Wir können also jetzt zu diesem verlassenen Bereich hier gehen, laufen aber Gefahr, da vielleicht jemand Friedliches zu treffen, den wir dann bestehen müssten. Muss man sich also überlegen. Ich sage jetzt schon, ich kenne keinen Erbarmen, ich will, dass wir überleben und notfalls werde ich auch die dementsprechenden Schritte einleiten. Trotzdem gehe ich jetzt erstmal zu dieser zerbombten Hütte und gucke mir mal an, was sich da so finden lässt. Bevor ich losgehe, kann ich Jakob jetzt auch mit Sachen ausrüsten, zum Beispiel Schaufeln, zum Beispiel auch Waffen oder ein Lockpick, aber ich habe jetzt einfach gar nichts, deswegen gehe ich jetzt so dahin. Ich könnte auch Gegenstände mitnehmen, mit denen ich potenziell handeln kann, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jakob fragt sich, ob es sicher ist, da reinzugehen, weil das Haus immer noch brennt. Ja, ich denke schon. Überall, wo diese Handsymbole sind, kann ich Gegenstände einsammeln und wir sehen auch schon, ich finde jetzt hier Komponententeile und Holz. Und das trifft sich, denn das werde ich nachher brauchen, um meinen Metal-Workshop zu bauen. Und den brauche ich jetzt unbedingt ganz dringend. Ja, und jetzt sehen wir schon eine Besonderheit. Ich finde jetzt hier schon so viel, dass zack, mein Rucksack voll ist und ich kann nicht mal alles mitnehmen. Trotzdem gucke ich jetzt hier einmal ins Haus. Ich kann also durch das Schlüsselloch gucken. Aha, und ich sehe, hier läuft nur eine Ratte lang, das heißt, ich kann hier einfach reingehen. Ein wichtiges Element in dem Spiel ist auch, dass ich Bewegungen wahrnehmen kann. Da erscheinen dann so rote Bewegungskreise und hin und wieder ist es eben auch eine einfache Ratte, die sich da bewegt und die es dann so aussehen lässt, als wäre da jemand anderes im Haus. Ja, wir sehen, dass das Haus wirklich stark beschädigt ist und dass hier auch viele Erdhüge sind. Das heißt, hier sehen wir jetzt diese roten Schritte von der Ratte. Das heißt, ich fange jetzt einfach an mit Jakob, auch wenn ich keine Schaufel habe, diesen Erdhügel freizulegen. Denn ich denke, dass ich in der nächsten Nacht und auch in den Nächten danach nochmal hierher zurückkehren werde, um noch mehr Gegenstände einzusammeln. Denn die kann man hier einfach holen und läuft dabei nicht Gefahr, irgendwie ermordet zu werden oder sonst wie einer bösen Tat widerfahren zu... Ich kann den Satz jetzt nicht zu Ende bringen. Und dementsprechend ist das erstmal hier eine ganz sichere Angelegenheit. Das macht das Spiel auch ganz, ganz nett. Das heißt, man läuft jetzt hier nicht Gefahr, irgendwie komplett kaputt zu gehen. Wenn die Nacht vorbei ist, das ist so gegen 5 Uhr morgens, also um 5 Uhr morgens muss man spätestens, ich meine es ist 5 Uhr, wieder zu Hause sein, also aus der Map quasi wieder rausrennen. Wenn man das nicht macht, dann ist der Charakter nicht sofort wieder am nächsten Morgen da, sondern kommt im Laufe des Tages erst zurück. Und wenn man Pech hat, ist er auch verwundet worden, weil dann eben tagsüber die Sniper unterwegs sind. Das heißt, man sollte die Uhrzeit auch immer im Auge behalten. Jetzt gerade ist es 23:30, das heißt, ich habe jetzt noch 4,5 Stunden Zeit, Ingame-Zeit, und das ist eine ganze Menge. Vielleicht kriege ich sogar noch den zweiten Erdhügel freigeschaufelt. Es tut mir leid, es ist natürlich auch gerade nicht ganz so aufregend, aber so ist das War of Mine. Das heißt, hier ist also ein verschlossener Schrank. Kann ich mir schon mal merken. Das heißt, man muss sich hier immer wieder darauf einstellen, einfach Zeit mit solchen Dingen zu verbringen. Und später wird das eben richtig spannend, wenn man dann eben in einem Gebiet ist, wo viele Feinde rumlaufen. Zum Beispiel böses Militär oder auch Rebellen oder auch einfach andere Sammler. Dann
dann überlegt man sich das zweimal, ob man jetzt so einen Erdhügel freischaufelt, wenn von hinten einer kommen könnte oder das sogar hören könnte. Man sieht auch diese Schallwelle, wenn ich also solche Aktionen durchführe, machen die auch dementsprechend viel Lärm. Das hängt auch ein wenig von den Charakteren ab, wie viel Lärm die zum Beispiel auch beim Schleichen und beim Gehen machen. Es gibt also auch Charaktere, die relativ leise sind, aber es gibt eben auch sehr, sehr laute und auch langsame Charaktere. Ich glaube aber dadurch, dass ich jetzt so viele Custom Characters gemacht habe, dass die alle relativ, relativ gleich konstituiert sind. Ja, was man hier auch sieht, je weiter ich weg bin von einem Raum, also jetzt kann ich den Raum hier halt theoretisch sehen, deswegen ist jetzt dieser klare Lichtstrahl, aber je weiter ich weg bin, desto unschärfer und verrauschter wird das Ganze. Ist grafisch auch einfach richtig schön, das Spiel. Ist dann ja auch noch für Android und iOS umgesetzt worden. Man sieht auch wieso, das ist tatsächlich ein Spiel, das vor allem auch auf Tablets, denke ich, relativ gut funktionieren kann. Auch wenn ich nicht weiß, ob es das Spiel ist, was ich mal so eben in der S-Bahn zocken würde, so zum Spaß. Ich gucke jetzt einfach nochmal kurz nach, was hier drin ist. Ganz interessant, wir haben Waffenparts, wir haben Bücher, das ist auch ganz spannend. Ich lasse vielleicht mal ein bisschen Holz erstmal zurück und nehme die Bücher nochmal mit. Und das kann dabei helfen, wenn die Leute ein bisschen depressiv sind. Beziehungsweise lassen wir das auch nochmal zurück und nehmen nochmal die Teile mit, die sind auch wichtig. Die Weaponparts, wer hätte es gedacht, die brauche ich natürlich, um Waffen zu bauen. Aber eben auch so Sachen wie Sägeblätter und so weiter und so fort. Ja, wir schauen nochmal kurz ins obere Stockwerk. Vielleicht gibt es hier ja etwas Spannendes zu sehen. Nein, es ist verschlossen. Das heißt, ich brauche hier also noch einige Lockpicks, wenn ich das Ganze hier ausnehmen möchte. Und jetzt, ihr seht es, man kann eben an beiden Seiten der Map rausrennen. Werde ich jetzt auch einfach mal rausrennen. Jakob ist zurück. Und damit beginnt der zweite Tag, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und die Tafel des zweiten Tages wird immer noch normal aussehen. Das heißt, wir sehen jetzt hier einfach nur Menschen, die durch diese in Schutt und Asche gelegte Straße ziehen. Jakob sagt Bescheid, dass er ganz viel Zeug gefunden hat. Er freut sich darüber sehr. Und, Jan scheint krank zu werden. Das ist natürlich nicht so cool. Jetzt sehen wir auch etwas Spannendes, und zwar haben meine Charaktere hier unten jetzt erste Eigenschaften entwickelt, beziehungsweise Probleme. Alle sind erstmal hungrig, das ist ein Problem, Jan ist etwas krank, Alex ist etwas krank und Jakob ist außerdem müde. Das liegt daran, dass er nachts unterwegs war, das heißt, ich schicke ihn jetzt einmal hier ins Bett. Während ich jetzt den guten Phil runterschicke, der soll mal hier nicht lesen, das lasse ich jetzt mal Jan machen, sondern Phil soll jetzt hier erstmal an diesen Workshop gehen und wird jetzt hier den Metal Workshop bauen. Den stellen wir direkt hier neben die Treppe. So. Alex hat außerdem schlecht geschlafen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Das freut niemanden. So, jetzt schicke ich Jan mal nach oben, auch wenn er krank ist, da muss er jetzt durch. Und lasse ihn jetzt erstmal hier diesen Schrank durchsuchen. Alles nehmen. Dann soll er diese Tür hier einmal aufbrechen. Also wenn da so ein Symbol ist, heißt das, dass diese Tür immer nur von der einen Seite aufgebrochen werden kann. Das wird auch noch interessant, wenn man später unterwegs ist. So, dann geht Jan jetzt einmal hier rein, aber hier waren wir ja schon. So, was ist eigentlich mit Leuten, die schlafen, aber die eben kein Bett haben? Die schlafen dann nachts auf dem Boden und deswegen erholen die sich auch nicht so gut und fühlen sich auch nicht wirklich erholt. So, jetzt haben wir oben also noch eine verschlossene Tür. Das heißt, an diesem Metal Workshop lassen wir jetzt auch erstmal Philipp ein paar Lockpicks zusammenzimmern. Wie viel können wir machen? Machen wir doch direkt mal 7 Stück. Ihr seht, jeder einzelne Lockpick braucht auch ein wenig Zeit. Das ist auch ganz normal. So, wir haben jetzt keinen dabei, der besonders gut kochen könnte. Jan kann jetzt hier oben aber immerhin schon mal die eine Tür aufkloppen. In der Zwischenzeit lasse ich Alex vielleicht mal ein weiteres Hausutensil bauen, wenn ich jetzt überhaupt noch genug Parts dafür habe. Wir können Stuhl bauen, das will ich aber nicht. Wir können Fuel bauen, also Brennelemente. Die braucht man später, um den
diesen Heizkörper zu befeuern. Das wird im Winter ganz interessant. Da muss ich auch zusehen, dass ich den irgendwie auf Stufe 2 bekomme. Das sage ich jetzt schon mal, sonst können sich meine Leute ganz schnell erkälten. Denn dann kann man hier einfach nicht genug Hitze reinbringen, Temperatur. Ja gut, wenn du da nicht weitermachen kannst, lasse ich dich den Schrank hier wenigstens noch aufmachen. So. Woher weiß ich eigentlich, dass das ein Lockpick ist? Konnte ich da irgendwie anders hinkommen? Hm. Jakob hat sich anscheinend gut erholt in der Zwischenzeit. Das ist doch schon mal ganz schön. Das heißt, Jakob kann jetzt einmal nach hier unten gehen und den Schrank aufmachen. Alex schicken wir ins Bett. Medikamententechnisch, der Medikamentenschrank ist auch hier in der Küche, haben wir leider bislang nur die Bandagen, die wir gerade gefunden haben. Das heißt, da muss ich auch noch zusehen, dass wir vielleicht auf unserer nächsten Tour, aha, da haben wir schon mal Pillen, mehr finden. Denn diese Pillen, die brauche ich, wenn jemand krank ist. Damit kann ich jetzt also gleich zum Beispiel Jan einmal behandeln. Denn Alex, wobei Alex ist schon länger krank. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gebe sie Jan. Ich habe irgendwie mehr... eine bessere Beziehung zu Jan. Warum auch immer. Ich kann es mir gerade auch nicht erklären. Ja, Schaufel kann ich nicht bauen, weil ich jetzt zu wenig Components habe. Crowbar habe ich bei meinem letzten Spiel sogar gar nicht gebaut. Damit kann man auf jeden Fall Türen aufmachen. Und ein Messer hätte ich gerne, aber dafür brauche ich noch mehr Weapon Parts. Muss ich bei meiner nächsten Nachttour bedenken. Man kann auch den Metal Workshop ausbauen. Um das zu tun, braucht man aber auch viele Teile, wie wir sehen. Da müssen wir also uns auch noch ein wenig gedulden. Wenn man das macht, kann man dann eben auch so Säge... Blätter und so ein Kram bauen und auch bessere Waffen, was man später auf jeden Fall gut gebrauchen kann, gerade wenn es darum geht, sein eigenes Heim zu verteidigen. So, Jan hat sich jetzt hier einmal durchgeboxt, gleich ist auch der Tag schon vorbei und dann sollen wir mal schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ist nicht ganz so toll von der Ausbeute her, aber damit kann ich leben. Ja, we could build something useful, da stimme ich dir ja vollkommen zu, aber... was denn? Wir haben nicht genug, mein Freund. Mal gucken, was Jan jetzt noch findet. Oh, das ist cool. Das könnte tatsächlich dabei helfen, hier etwas zu bauen. Ja klar, super. Bauen wir jetzt schon ein zweites Bett. Ein Radio ist auch ganz wichtig, da kann man später immer wieder vom Spiel quasi Tipps bekommen, was als nächstes kommt. Also wenn der Winter sich nähert, dann sagt die Radiosendung Bescheid und so weiter und so fort. Das ist auch ganz witzig, damit kann ich der Moonshine Still, damit kann ich Alkohol brauen oder herstellen und dann kann ich das gut verkaufen. Das ist also ein guter Warenwert, Alkohol. Regenwasser kann ich auch sammeln, ist auch ganz wichtig. Beziehungsweise nicht ganz so wichtig, weil ich auch so leicht an Wasser komme, zumindest wenn gerade keine Wasserdürre ist. Ich glaube, ich baue jetzt erst nochmal ein Bett oder ich gucke mal kurz nach, wie viel es kostet, den Workshop auszubauen. Ach, das kann ich jetzt schon machen. Ja, dann baue ich den doch jetzt direkt mal aus. Dann machen wir doch erstmal das. Und Jan holt sich vielleicht nochmal ganz schnell die... wobei, das sind schon gute Pillen. Ach, ich nehme sie trotzdem. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt sehen wir auch, dass er hier on meds ist, das heißt, er ist jetzt gerade dabei zu recovern. Etwas kochen kann ich hier in der Küche, kann ich jetzt gerade noch nicht, weil ich keine Brennmaterialien habe. Ich kann aber Brennmaterialien herstellen, zum Beispiel aus Holz oder aus Büchern. Ich glaube, ich mache mal tatsächlich aus diesen beiden Büchern eben ein bisschen Brennholz. Dann kann ich nämlich vielleicht nicht mehr heute, aber morgen was kochen, denn scheinbar geht der Tag bis 6 Uhr oder 7. Ja, wir gucken gleich mal, wann Tag ist, wann die Nacht beginnt. So, ja, Jan kann jetzt auf jeden Fall eine Mahlzeit herstellen. Das lassen wir ihn doch noch eben machen. Und, essen lassen wir aber auch mal Jan. Ja, Jan soll mal hier die volle Versorgung bekommen. Das Essen habe ich übrigens hergestellt, unter anderem mit diesem Raw Food, was ich hier habe. Das könnte man auch so verspeisen, also wenn man nicht kochen kann... wenn man hier nicht genug Gegenstände hat zum Kochen, dann kann man darüber eben auch speisen. Man kann hier seinen Herd auch ausbauen. Damit kann man leichter Essen herstellen mit weniger Brennstoff. Aber ihr seht, das ist auch relativ teuer. Was ich in meinem letzten Playthrough festgestellt habe, ist, dass ich eigentlich gar nicht so viel... also, dass ich nicht alles ausgebaut habe, weil ich gar nicht dazu gekommen bin. Das wird auch diesmal so sein. Ich überlege mir aber, wie ich das diesmal mache, also wann ich was ausbaue. Davon hängt ja einiges ab.
So, die zweite Nacht naht und wir sehen jetzt, dass ich mehrere Orte jetzt hier besuchen kann, also neue Orte. Es ist so, dass einige Orte, wenn sie hier schon erscheinen, später zwischenzeitlich wieder unzugänglich sind, nämlich dann, wenn da Krieg tobt. Also dann sind die für kurze Zeit nicht sichtbar. Bei der Garage sehen wir, dass Caution advised ist, das heißt, hier könnten also Leute rumlaufen, die mir gegebenenfalls auch einfach mal den Arsch versohlen wollen. Alles andere ist aber relativ friedlich. Ich gehe jetzt aber erstmal wieder zum Sheld Cottage, um das weiter auszunehmen. Jan lasse ich aber zu Hause, Alex lasse ich auch zu Hause, Jakob hält Wache und Philipp geht einmal auf Suche. Nimmt dafür auch die Lockpicks mit. Ich denke mal, ich brauche nur... Ich nehme alle, ist jetzt auch egal. Und lasst dann da alle Türen von ihm zumindest einmal aufmachen. Und alles, was hier rumliegt, so viel es geht, eben einsammeln. Das mache ich jetzt eben noch, bevor die Folge vorbei ist. Und dann werden wir uns nämlich zum nächsten Tagesanbruch gleich wieder sehen. So. Nehmen wir alles mit, was hier rumliegt. Hier auch nochmal gucken. Da ist Zucker gewesen. Zucker brauchen wir, um Alkohol herzustellen. Zucker lässt sich aber auch ansonsten ganz gut so handeln. Hier ganz wichtig, Tabletten und Pillen. Immer wichtig, immer gut. Jetzt machen wir die Tür hier einmal noch auf. Es wäre ganz gut, wenn ich so ein bisschen Dosenessen finden würde. Das gibt es ja also auch. Damit kann ich dann Leute auch direkt versorgen. Da muss man sich extra kochen, das Zeug. Ja, leider kann ich davon gar nichts gerade mitnehmen. Hier drin, da ist eine Lupe. Wenn ich da drauf drücke, erhalte ich immer ein paar Hintergrundinfos zu diesem Ort. Da sehen wir jetzt also, das ist ein Flyer, der da runtergefallen wurde. Ja, die zeichnen dann eben ein sehr düsteres Bild von dieser Stadt und dem, was dieser Stadt auch widerfahren ist. Hier sind also noch sau viele Materialien, das ist sehr, sehr gut. Die werde ich eben alle mitnehmen. Hier Diamant, also so Juwelen oder Schmuck, kann man gut zum Handeln gebrauchen. Eigentlich nur zum Handeln. Weapon Parts haben wir, ist auch ganz wichtig. Und diese Materialien sind eigentlich auch wichtig, aber ihr seht, ich habe einfach nicht mehr so viel Platz. Ich lasse jetzt aber einfach mal den Zucker hier, denn die Materialien brauche ich eher, um was zu bauen. Und Zucker kann ich dann ja nachher noch immer wiederholen. Das heißt, ich lasse das jetzt hier drin, aber ich kann es eben nachher auch wiederholen. Das geht nicht verloren. Soweit ich weiß zumindest. Also in der letzten Runde sind alle Sachen da geblieben. So, hier unten machen wir noch den Schrank auf. Denn wenn ich das nächste Mal komme, muss ich dann gar keine Lockpicks mehr mitnehmen und habe dann einen weiteren Slot frei. Was haben wir da drin? Ach, Bandages. Das ist eigentlich ganz gut. Aber da haben wir jetzt keinen Platz für. Holen wir uns dann nachher auch noch Munition. Super wichtig später im Spiel. Aber dann machen wir Folgendes. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Das mache ich aber erst gleich, denn jetzt ist die Folge vorbei. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei This War of Mine.